Neuer Präsident, IMAX-Regisseur, Gewissheit bei Spider-Man, Logan, Black Panther-Updates, Nebulas Rolle und ein Mega-Gerücht. Das geht ab im Fandom. Willkommen zu Marvelous Suprema. Bevor wir zu den Nachrichten an sich kommen, ein wichtiger Hinweis für alle Comicleser, also eher die klassischen Heftesammler und Käufer unter euch. Am 28.01., also am nächsten Samstag, ist Marvel-Tag im deutschsprachigen Raum. Bei allen teilnehmenden Händlern und auch für alle Panini-Abonnenten gibt es einen abgeschlossenen Gratis-Comic zu Spider-Man und Deadpool mit Leseprobe zu Civil War 2. Zusätzlich gibt es einige Gratis-Specials wie bedruckte Tragetaschenposter und Postkarten. Unter marvelous.eu/marveltag findet ihr die Liste mit allen Händlern und Comicläden, die mitmachen. Das heißt, da sind auch Comicshops in Österreich und der Schweiz dabei. Wir haben einen neuen Präsidenten. Und nein, es geht nicht um den orangenen Taugenichts aus Washington. Dan Buckley wurde offiziell zum Präsidenten von Marvel Entertainment befördert. Er ist seit den 90ern bei Marvel aktiv, ab 2003 war offizieller Publisher, ab 2008 für den Animationsbereich und ab 2010 für den TV-Bereich und Branding zuständig. Sein Aufgabenfeld wird sich weniger ändern, als man vielleicht denkt, sein Einfluss wird aber steigen, auch wenn er noch immer dem alten Perlmutter unterstellt ist. Buckley hat einige große Sachen gepusht, wie als er zum Beispiel Jeff Loeb zum Head of Television gemacht hat, die Animationsserien ordentlich vorangetrieben hat und auch im Bereich der Comics verschiedene Events förderte. Das heißt, mit seiner Interessenverteilung wäre es nicht so abwegig anzunehmen, dass Bereiche wie Television und Animation noch mehr Aufmerksamkeit aus den internen Reihen bekommen, was uns am Ende nur noch mehr Serien und Co. bringen sollte. Die ersten zwei Episoden und damit der IMAX-Event zu den Inhumans haben nun einen Regisseur. Roel Rein, ein Niederländer, wird den Job übernehmen und auch wenn er schon einiges in seiner Filmografie stehen hat, könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich davon irgendwas wirklich kennen würde. Von daher haben wir gewissermaßen ein relativ unbekanntes und unbeschriebenes Gesicht, das diesen Mega-Start-Event einer Serie zum Erfolg führen soll. Wird definitiv interessant, was dabei dann rauskommt. Sony konnte sich nun endlich mal dazu durchringen, bei einer Präsentation in LA die Diskussionen zu beenden. Die kürzlich veröffentlichten Casting-Calls waren demnach vollkommen korrekt und wir bekommen, wie erwartet, Miles Morales für den nächsten Spider-Man Animated Film, der am 21. Dezember 2018 übrigens rauskommen soll. Es wird ein Standalone-Film sein, ohne Verbindungen zur restlichen animierten Serienlandschaft. Und wenn wir schon bei deutlichen Ansagen zu Verbindungen zwischen Produktionen sind, kommen wir doch nochmal ganz kurz, wie so häufig, zu Fox. Nachdem erst kürzlich vom Showrunner deutlich gemacht wurde, dass die Verbindungen zwischen dem X-Universe und Legion doch minimal gehalten sind und Haller eher in seiner eigenen Welt leben würde, gibt's das Ganze jetzt auch für Logan. Nicht nur unterscheidet sich Logan in den Bereichen Timeline und Ton, es ist ein alternatives Universum. Es ist also ein unterschiedliches Bezugssystem und das wird auch deutlich werden, so Jackman. Grundsätzlich okay, dass Logan anders sein würde, war absehbar. Dass es allerdings in einem wiederum neuen Universum spielen soll, zehrt weiterhin am universalen Gedanken, mit dem Fox 1 in diese Produktionsreihe reingegangen ist. Und wer meint, dass die Aussage doch so stehen bleiben kann, sollte sich den darauffolgenden Tweet von James Mangold anschauen. Mal eben leicht umformuliert, Logan spielt im Jahr 2029, 5 Jahre nach allem, was in X-Men-Filmen bisher so dargestellt wurde. Hashtag triggered! Letzte Woche offiziell losgegangen ist die Black Panther-Produktion und neben einigen bereits bestätigten Gesichtern des großartigen Casts ist nun auch noch Martin Freeman aufgetaucht. Wie damals bei Civil War schon erwartet, würde er nun also seine gerechte Everett Ross-Rolle im Zusammenhang mit T'Challa annehmen, was noch viele interessante Entwicklungen mit sich bringen sollte. Außerdem kam dazu noch raus, dass der Film nicht nur in Wakanda spielen wird, sondern auch mit einer scheinbar längeren Flashback-Szene die jüngeren Jahre von T'Challa als Luke Charles in Amerika angeht. Da dürfen wir uns in nächster Zeit auch auf coole neue erste Setbilder einstellen. Karen Gillan, unsere Nebula bei den Guardians, hat ein wenig über ihre Rolle geplaudert und betont, dass sie immer noch hin und weg ist von dem, was Gunn mit ihrer Figur in Volume 2 gemacht hat. Und wir mögen uns doch alle bitte darauf einstellen, dass Nebula eine wesentlich angenehmere Art haben wird. Was insofern Sinn macht, dass sie ja noch immer insgeheim als letzte Ergänzung des Guardians-Teams erwartet wird. Auch noch angeteased hat Karen noch,
dass sie bei Infinity War eine sehr dreiste Rolle haben wird und sie froh ist, dass Nebula auch in dem Film so viel zu tun bekommt. Wer den Infinity Gauntlet kennt, weiß, wo Nebula in diesem Zeitraum aktiv war. Wer es noch nicht kennt, darf sich noch etwas gedulden. In Kürze beginnt hier auf dem Kanal nämlich eine Reihe zum Infinity Gauntlet. So, und zum Schluss haben wir noch ein derbes Gerücht. Eine komplett geleakte Castingliste bis hin zu Captain Marvel. Aber die Quelle ist leider 4chan. Das heißt, es ist letztendlich eine 50-50-Angelegenheit. Die Liste ist trotzdem sehr logisch aufgebaut und hat einige durchaus naheliegende Rollen und Castings dabei. Persönliche Highlights sind die fast vollständige Damage Control bei Spider-Man sowie der doppelte Shocker und Donald Glover wohl als Rocket Racer. Sam Neill wird als Traitor gelistet, also ein weiterer Elder of the Universe. Thanos mischt, wie von mir erwartet, in Ragnarok mit. Black Panther bekommt Klaue, Eva Green wird für Lady Death gehandelt und sie suchen demnach die Black Order. Was ich euch schon ein paar Mal gesagt habe, dass das den Einmarsch von Thanos auf unsere Erde perfektionieren würde. Aber die komplette Liste habe ich euch mal in unser Subreddit reingestellt. Das Shortlink findet ihr hier jetzt gerade auf dem Bildschirm und auch unter dem Video. Da könnt ihr euch mal die ganzen einzelnen Namen durchlesen. Es sind wirklich einige extrem geile Figuren und mögliche Schauspieler dazu dabei. Da hoffe ich tatsächlich, dass 4chan mal wieder echte Informationen anstatt Fake News raushauen konnte. Das war's dann auch für heute. Fragen und Kommentare sind wie immer gerne gesehen. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und abonniert, um keine Folge von Marvelous zu verpassen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out.